Hi Freunde, wir sind wieder im Wahnsinn und ja, ich hatte hier extra Pause gemacht. Ja, ihr seht noch, ich habe nichts verändert. Der Zombie ist gerade echt noch erst verschwunden. Und hier müsste jetzt das kommen, was ich denke. Oder? Nee? Ohne Scheiß, ich habe jetzt gehofft, dass jetzt Nemesis kommt und wir hätten dieses Explosionsding verwenden können gegen ihn. Aber er hat uns enttäuscht, also. Ja, ne? Ohne Scheiß, das ist mal eine längere Zeit, wo er mal Ruhe gibt. Mann, wir haben zu viel dabei. Zu viel des Guten. Weil ich echt gedacht habe, dass Nemesis jetzt hier irgendwie vorbeikommen wird. Ich weiß gar nicht mehr, wofür wir die eine Kurbel jetzt benötigen. Ach, ich weiß, wofür wir die benötigen. Ich weiß. Alter, er kommt tatsächlich. Oh Mann, ich mach mal ein Save. Jetzt drückt mir die Daumen, dass ich mit dem Raketen... Ach, den Granatenwerfer, ich will schon Raketenwerfer sagen. Dass wir gut gegen ihn zurechtkommen. Nein, scheinbar doch nicht. Ich wusste doch, der kommt, aber wenn man vom Teufel spricht. Oh Gott. Ey, ich schaff das echt nicht im richtigen Moment zu drücken. Wieso nicht? Kann mir das jemand mal erklären? Ey, er hat uns schon wieder getroffen. Nein, hau ab. Haha. Alter, wie oft willst du noch schießen? Ja, Mann, dreimal. Was soll das denn? Alter. Kipp doch mal wenigstens um. Tu uns den Gefallen und kipp um. Ja, es sieht schlecht für uns aus. Ich habe so ein Gefühl, wir müssen noch mal gegen ihn kämpfen, weil ich das irgendwie verbocke, im richtigen Moment zu drücken. Ey, das war unser Glück, dass er die ganze Zeit gegen die Wand gelaufen ist. Habt ihr das gesehen? Komm, steh noch mal auf. Alter, wenn wir Glück haben. Ja, wenn wir Glück haben, wie gesagt. Alter, steh auf, schnell, schnell, schnell. Alter, nein. Das lief doch gerade so gut. Steh schnell auf, schnell, schnell. Alter, wir haben keine Munition mehr dafür. Schnell, 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 chill, chill, chill. Ich... Ja. Ah. Ja, Stars. Ey, sag nicht, dass ich das jetzt nicht behalten werde, weil... Alter. Ey, ich bete dazu, dass das da noch liegen wird. Ich mach mal... Nee, ich mach jetzt erstmal keinen Save. Für Notfall kämpfen wir halt nochmal gegen ihn. Ihr habt gesehen, dass ich gegen ihn gewonnen habe. Bitte, bitte liegt das da gleich noch. Sonst hätte ich nämlich meine ganzen Munitionen verballern müssen, nur damit das Teil da wieder liegt. Also ich bitte euch. Ha. Naja, es hat sich doch gelohnt, viel mehr Sachen mitzunehmen als geplant. Nee, das ist Standard, das müssen wir mitnehmen. Das Feuerzeug nehmen wir nicht mit. Ich würde sagen, das kombinieren wir kurz. Zack. Das müssen wir nämlich jetzt gleich mitnehmen. Ich glaube, die Kurbel. Ach ja, ich weiß ja jetzt wieder, wofür wir die Kurbel brauchen. Habe ich ja ganz verpeilt. Ich weiß nicht, ob wir den Dietrich benötigen, deswegen nehme ich ihn einfach mal mit. Das Gewehr lassen wir erstmal liegen. Das ist jetzt Schwachsinn, das mitzunehmen. Ach, egal. Wir lassen. Ah, nee, nee, nee. Ich wollte doch Heilung mitnehmen, ich Idiot. Ja, wir haben doch noch genügend. So. Schön heilen. So. Ah, tut gut.
Wir nehmen noch mal vorsichtshalber eins dieser Dinger mit. Ja, komm, das reicht erstmal. Natürlich sollten wir uns ausrüsten. Ich bete dazu, dass das da noch liegt. Bitte. Seid nicht so assi, Capcom, und macht das weg, ey. Das wird mich jetzt so aufregen, ohne Scheiß. Ah, oh, das liegt ja noch. Oh ja, wir haben nämlich ein neues Waffenteil von einer neuen Waffe. Jetzt fehlt uns nur noch eins davon, glaube ich. Und ja, wenn wir ihn dann besiegen, dann werden wir nämlich das andere Dingens bekommen. Und das freut mich. Gut, wir haben ihn noch besiegt, aber nur weil wir Glück hatten, weil er die ganze Zeit gegen die Wand gelaufen ist. Ich würde sagen, das legen wir jetzt hier hin. Das... Ah, nee. Ich lasse erstmal die Sachen hier. Ich mache einen Save. So. Wir laufen jetzt nämlich erstmal dahin, wo wir die andere Kurbel benötigen. Wir hätten nämlich, glaube ich, auch da die andere benutzen können. Ich bin mir nicht sicher. Aber das fällt mir jetzt erst wieder ein. Also das müsste da gewesen sein. Ich hoffe mal, dass ich mich jetzt nicht täusche. Wo man alles nochmal langkommt, ne? Oder hinkommt. Och nö, müsste hier alles stehen. Gleich müssen wir wieder den Weg zurück und ja, zum Kotzen. Aber man muss bedenken, dafür, dass es auch schwer ist, schlage ich mich irgendwo schon gut. Alter, wollt ihr mich verarschen? Ach so. Oder greift ihr mich doch an? Ich hoffe mal nicht. Oh ja. Ja, das braucht man nicht mehr. Gut, hast du richtig erkannt. Wir haben sehr viel Granatenwerfer-Munition gefunden. Also Granaten. Das ist doch schön, oder? Ja, finde ich auch. Hat sich das Ganze doch noch gelohnt. Ja, nee, nicht hierhin. Wir müssen hier lang. So, wir können uns jetzt von hier erstmal verziehen. Wir haben so gut wie alles aufgesammelt, was wir aufnehmen konnten. Wir haben Nemesis schon des Öfteren auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Alter. Ab und zu sollte ich mich doch nochmal darauf konzentrieren, dass hier noch ein paar Zombies rumlaufen. Und nicht ins Sichere mich zu flüchten. Ach ja. Ohne Scheiß, das ergibt noch so ein bisschen Adrenalinkick für mich, weil... Ja, ihr seht ja selber. Das Ganze hat seine Höhen und Tiefen. Und zurzeit haben wir die Höhen, weil wir sehr viel Munition bei uns haben. Mal gucken. Ich würde ja schon gerne den Granatenwerfer mitnehmen, ne, wenn ich ehrlich bin. Aber den nehmen wir jetzt nicht mit. Nein, den nehmen wir nicht mit. Was können wir denn noch benötigen, gebrauchen, etc.? Wir nehmen jetzt einfach das mit. Ach, da ist es doch. Ich bin die ganze Zeit am Suchen und am Suchen und denke mir, wo ist das? Genau das, was wir benötigen werden, und ich finde das einfach nicht. Ey, wenn jetzt Nemesis noch einmal kommt, ne, dann wüsste ich jetzt nicht, wie ich ihn besiegen soll. Dann müssten wir ja extra nochmal zurücklaufen, deswegen mache ich einen Save. Zack. Weil wenn er nochmal kommt, ich glaube, der hat dann nochmal etwas. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine schon. Alter, ich laufe dir natürlich direkt in die Arme. Ist ja toll. Zum Glück stehen die mir da nicht vor der Tür im Weg. Ach ja, du lebst ja auch noch. Naja, du kannst uns mal. Du musst ja erstmal da hochklettern, warum auch immer. Da hast du halt Pech gehabt, hast uns verpasst. Ich meine, normalerweise läuft uns Nemesis ja eigentlich auch so hinterher und so, aber... Weil wir ihn ja zur Strecke gebracht haben, wird er das hier, glaube ich, nicht mehr tun. Oh oh, ich erinnere mich an etwas.
Ich hoffe, wir finden hier nichts Wichtiges. Egal, wir gucken einfach mal. Alter. Ich habe das eben noch gesagt mit den Krähen und ich habe mich gerade erschrocken. So, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten, glaube ich. Einmal hinaufklettern, aber das ist Schwachsinn. Wir müssen herunterspringen. Weil wenn wir versucht hätten, glaube ich, hochzugehen, dann hätten wir uns die Dinger erwischt und wir wären, glaube ich, gestorben. Oh ja. Boah, wie geil sieht das denn aus? Seid mal ehrlich. Oh, oh, da unten schwimmen schon diese kleinen Viecher. Verpisst euch. Alter, kann ich euch töten? Was haltet ihr aus? Ja, saugt euch mit meinem Blut voll, ihr Ekelhaften. Das ist nämlich ein Riesenwurm. Oder Riesenblutegel, wie auch immer. Und dieser Riesenwurm... Dazu kommen wir später. Jetzt erstmal lässt er uns in Ruhe. Wir haben jetzt erstmal andere Probleme. So, jetzt passiert uns das jetzt nicht mehr mit den Kisten, weil wir es ja überstanden haben. Ich finde das allgemein genial, was sie immer mehr aus Resident Evil gemacht hatten. Bis auf Resident Evil 5, da wurde es schon kritisch. Resident Evil 6, naja, ich habe es euch schon gesagt in einem Part. Das fand ich jetzt nicht so prickelnd, aber... Naja, jedem das seine. Und was mir auch aufgefallen ist, ich benutze diese 180-Grad-Drehung irgendwie nie. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich denke mir mal, weil ich das bei den alten Teilen auch nie benutzen musste. Ey... Meine Güte, ist denn wenn... Alter, wir haben nie Platz. Ich mach kurz einen Stopp. So Leute, da bin ich wieder. Ich hab die Munition aufgehoben und ich habe das Nachfüllgerät und den Dietrich abgelegt. Weil das sind irgendwie die Sachen, die wir selten benutzen. Und das Nachfüllgerät, das kann man ja später immer noch benutzen. Warum schleppe ich das die ganze Zeit mit mir rum? Das kann man doch einfach auf der Box lassen und gut ist. Okay. Ich bin gespannt, was jetzt gleich noch auf uns zukommen wird. Da ich noch gewisse Bilder im Kopf habe. Ja, wie sie du auch. Aber so war das jetzt nicht gemeint. Ich glaube, da hinten waren noch ein paar Gegner. Hatte ich überhaupt die grünen Heilkräuter da hinten aufgehoben? Ich weiß das gar nicht mehr. Ich meine schon. Okay, wir sind jetzt schon mal wenigstens hier. Ich mach kurz ein Save. So. Auf geht's ins Getümmel. Aber so langsam neigen wir uns dem Ende zu. Zwar nicht schnell, aber langsam. Part 8 ist das inzwischen. Ich glaube, ich werde gleich noch Tombi... noch ein paar Parts drehen. Da ich damit zurzeit... Oh oh. Ja. Leute. War ja klar, oder? Seid ehrlich. Jetzt überlege ich. Ey, weil er gegen diese Kante geht, glaube ich, könnte... Ey, ohne Scheiß, wir hatten gerade so viel Glück, weil er gegen diese Kante gelaufen ist. Aber ich habe so ein Gefühl, dass wir gleich nicht mehr so viel Glück haben werden. Deswegen halte ich erstmal meine Klappe.
Alter. Ohne Scheiß, wenn ihr gegen ihn kämpft, macht das hier an der Stelle so wie ich. Ey, das ist fabelhaft. Das gefällt mir. Aber ich habe so ein Gefühl, dass er jetzt ausrastet und laufen wird. Deswegen wird er uns kriegen. Es sei denn, wir haben noch mehr so viel Glück. Alter, keine Muni. Der ist daneben geflogen. Nicht gut. Nein, 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 kill uns jetzt bitte nicht. Bitte nicht. Steh schnell auf, schnell, schnell, schnell. Nein. Tu es nicht. Gott. Ey, wir hatten so viel Glück, Leute. Wir hatten echt... Wir hatten das Glück mehr als auf unserer Seite. Moment, ich starte nochmal neu. Das war ja Fail. Das war auch Fail. Ey, will der uns jetzt verarschen? Nein. Ey, so viel Fails gibt's doch nicht. Moment, Leute, ich mach kurz eine Pause. Bis da sind wir wieder. Ich versuche das Ganze wieder so zu machen, dass er da irgendwie hängen bleibt. Aber ich habe so ein Gefühl, dass wir das nicht hinkriegen. Da, wir haben es wieder hinbekommen. Aber er bleibt nicht lange so. Scheiße. Ja, krieg nochmal deine Ausraster, Kumpel. Ey, warum schaffen wir das nie richtig schnell? Aha. Du Ekelhafter. Ja, toll. Jetzt sind wir in einem Modus. Und der steht direkt vor uns und der wird uns jetzt killen. Leute, was mache ich falsch? Eben hatten wir so eine super duper gute Chance. Oh Gott. Ey, wenn ich in die Richtung laufe, da kriegt er uns. Wenn ich in die andere Richtung laufe, dann nicht. Ey. Das wird ja mal ein übelstes Let's Fail. Der lässt uns auch nicht in Ruhe. Komm. Ja. Komm, mach mal einen heftigen Treffer. Mach öfters heftige Treffer, damit du da bleibst, du Arsch. Mach öfters heftige Treffer. Ja. Ey, Leute. Ich hoffe, der bleibt jetzt da irgendwie hängen. Wie eben. Also ich hoffe es. Ich habe so das Gefühl, dass es nicht so sein wird, aber ich versuche es einfach. Alter Schwede. Lass uns doch in Ruhe. Schnell, steh schnell auf. Nein, das schaffen wir nicht. Oh, das haben wir geschafft. Ihr wisst gar nicht, wie ich gerade am Fiebern bin gegen den. Toll, wir sind ausgewichen, wir haben trotzdem getroffen. Nein. Tu das nicht. Schnell, 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 das schaffen wir. Oh. Komm, noch ein paar kritische Treffer können doch dabei sein, Mann. Schnell, bevor er noch aus... Ey, das war doch so klar, nein. Alter Schwede, wir haben ihn besiegt. Gott sei Dank. Wir haben ihn besiegt. Halleluja. Ich mache einen Safe. Meine Fresse. Meine gottverdammte Fresse. Wir gehen zurück. Ich will Heilung holen. Ich will auch noch was anderes holen. Da wir jetzt zwei Waffenteile wieder haben und wir etwas sehr Schickes daraus machen können. Wenn uns die Raben uns jetzt nicht zerpicken. Ja, zum Glück haben wir nicht Gefahr. Dann hätten die uns garantiert bekommen. Das war ja wieder mal ein Kampf, ey. Mann, oh Mann. Ihr habt es ja mitbekommen, wie ich am Fiebern war.
Meine Güte. Puh. Ey, wir hatten am Anfang so viel Glück. Es sah so aus, als ob wir ihn besiegen. Und dann kommt er einfach, macht uns, ja, die Hölle heiß. So, wir nehmen garantiert noch Heilung. Oh, ja, sieht schlecht mit Heilung aus. Naja, das sollte erstmal reichen. Halleluja, Western Spezial. Western M37 Sondermodell mit einem speziellen Lachladesystem eignet sich besonders für den Nahkampf. Benötigt Patronenkaliber 12. Ach, ist geladen, okay. So, wir brauchen das normale Gewehr nicht mehr. Naja, es hat zwar halt Patronen noch Intus, aber naja, das kann man immer noch für einen Notfall für später verwenden. Ja, das nehme ich jetzt nicht mit, wenn ich ehrlich bin. Ja, das ist schon sehr, sehr brauchbar jetzt, da wir kaum noch Munition besitzen. Denn das gute Ding beim Schießen und Nachladen, einfach 1A, ich kann das nur, boah, ey. Leute, ich speichere das Ganze mal mit dem Farbband. So Leute, da sind wir wieder, am Start. Ich habe gespeichert und ja, sicher ist sicher, immer zwei Speicherungen, einmal Safe State und einmal Dingens. Sonst müsste ich das nachher, je nachdem, wenn was mit dem Programm schief läuft, nochmal alles, ja, keine Ahnung. Ach ja. Schon eine harte Nuss, dieser Nemesis. Nee. Aber da war er mal wieder eine richtige Herausforderung. Ey, immer in so engen Räumen, ne? Da, wo es total am schwierigsten ist, aber naja. Boah. Hier sind jetzt bestimmt wahrscheinlich wieder tausende Zombies. Ja, du musst es uns ja natürlich anknabbern. Ich glaube, da lagen noch zwei Heilkräuter, ne? Wenn ich mich nicht täusche. Wenn ja, dann könnten wir die jetzt mitnehmen. Ne, die hatten wir schon. Ach ja, der gleiche Scheiß schon wieder. Oh Gott. Ich habe euch von diesem Vieh erzählt und hier ist es. Ja. Ich würde sagen, wir beenden den Part hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen, trotz des öfteren Fails bei Nemesis. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Horror Time mit Mr. Horror Jumper. Auf Wiedersehen.